Hallo und willkommen zu Dead by Daylight. Mein Name ist Felix und ich spiele die Künstlerin auf den öffentlichen spielenden Testserver. Ja, und ich spiele mit den Perks. Ich bin ganz Ohr. Geißelhaken, Schmerzensecho, Uneinigkeit und ich weiß gerade leider nicht den Namen des vierten Perks. Schaut da vielleicht einfach in die Videobeschreibung, dass das Perk, wenn ich jeden Überlebenden einmal aufhänge, dann werden alle Generatoren für 30 Sekunden sozusagen versperrt. Okay, ich habe außerdem zwei Addons mit. Einmal, dass ich eine Krähe mehr losschießen kann. Dieses Addon hat allerdings den Nachteil, dass die Krähen hier jetzt dass die 4 Sekunden kürzer stehen bleiben. So, hallo. Okay. Und dafür habe ich ein zweites Addon mit, was diesen Nachteil ausgleicht und dafür sorgt, dass die Krähen 4 Sekunden länger stehen bleiben. Also diese Krähenköpfe, die ich hier beschwören kann, die sind gemeint. Okay, jetzt sehe ich dich mit Ich bin ganz Ohr. Ah, bringt mir jetzt gerade nur nicht so viel. Da ich sie wahrscheinlich jetzt einfach normal niederjage. Hab ich dich? Okay. So, dich muss ich jetzt schnell aufhängen an einen meiner Special-Haken dort hinten, um halt ein bisschen Rückschritt wieder hier reinzubringen. Und tap. Zack. Dort hinten kracht's. Da arbeiten sie also anscheinend. Ich baller mal direkt 4 Vögel dorthin. Ein riesiger Schwarm kommt. Hä? Das kann doch nicht sein. Ich wusste es. Frechheit. Beziehungsweise ich wusste, dass er im Schrank ist. Ich wusste nicht, was passieren würde. Oh, komm schon. Schade. Okay. Einer hat getroffen immerhin. Zack. Dadurch konnte ich jetzt schön sehen, wo er langläuft. Jetzt lädt sich natürlich meine Kraft ein Stückchen länger auf, weil ich halt 4 Raben direkt losschieße. Und das braucht halt einfach länger zum Aufladen. Ah, Mist, ich bin zu ungeduldig. Er hat schnell und leise, oder? Okay. Ich kann wieder Raben setzen. Du lickst. So. Und er hat sich halt nicht von den Raben befreit. Okay, sehr schöner Versuch. Dort hinten von Jonna. Okay. Und tap, du hängst. Und der Generator dort hinten kracht wieder. So. Der Bill wurde schon gerettet. Wenn es von Cheryl ist, dann freue ich mich. Ja, dann kann ich direkt. Ja, ich glaube, das ist Cheryl. Perfekt. Ich glaube, Bill ist hier auch noch in der Nähe. Sehr schön. Zack. Okay. Du kommst jetzt mit. Super, niemand nah. Und ich hänge sie auch wieder dahin, um halt wieder einen Generator zurückzusetzen. Am Ende sitzt Mac die ganze Zeit dort und der Generator wurde jetzt. Und der Generator wird immer wieder zurückgesetzt. Nee, dort, okay. Ah, okay, da hat sich. Das ist ja richtig nützlich jetzt. Ich habe schön Killerinstinkt bekommen. Habe ich dich? Das lasse ich nicht nochmal zu. Du kommst nach da, dann setze ich deinen Generator nochmal schön zurück. Und die müssen jetzt dort hinten den Jonah retten. Genau, also ich finde die beiden Addons. Oh, die haben hier irgendeinen Totem. Ja. Ich finde die Addons, die ich habe, ganz lustig. Also 4 Raben zu setzen ist ganz cool. Und dann auch, ja, den Nachteil halt eigentlich komplett rauszunehmen, ist halt auch sehr nützlich.
So. Ich habe dort hinten jemanden erwischt. Die brauchen jetzt etwa 10 Sekunden. Ich trete hier auch kurz gegen. Die brauchen jetzt etwa 10 Sekunden, um die Raben halt loszuwerden. Ist halt auch Zeit. Klar, die können dabei rennen. Aber falls sie gerade an einem Generator arbeiten wollten, Pech. So, ich habe hier drin den Jonah gesehen. Hab ich dich? Okay. Der Bill wurde noch gerettet, krass. Schön für euch. Bill und Kollege. Ja, ich weiß nicht, ob Kollege hier auch tut, das wäre nicht ein Aufhänger. Ah, Mist! Ich wusste nicht, dass es hier auch hochgeht. Hilft mir die Information irgendwie? Ich weiß es nicht. Okay. Oh, schade, dass der Rabe nicht getroffen hat. Das wäre jetzt zu schön gewesen, hätte der von der Seite ihn direkt umgehauen. Naja, hätte, hätte, ne? Okay, ich lasse ihn laufen. Ich muss nach da, dort arbeiten zwei Überlebende. Okay, und Mac sitzt immer noch. Mac tut mir schon fast ein bisschen leid. Das ist so ihr Generator und der wurde jetzt schon wie oft zwei, dreimal mit Schmerzenshaken zurückgesetzt. Du liegst. Ah, ist schon fies. Da konnte sie nicht viel gegen machen. Okay. Wo ist so ein Haken? Oh, ganz hinten. Ja, nee, kriege ich nicht hin. Deshalb muss sie jetzt einen normalen Haken. Schade, aber gut. Zack. Zum ersten Mal. Das ist halt auch wieder ein Zeichen für das Perk, dessen Name mir nicht einfällt. Sehr schön. Okay. Oh, das hat sie direkt verletzt. Weil das so gut gesetzt war. Zack. Ich finde es vor allem schön, wie Kollege hier hinterm Stein sitzt und die ganze Zeit mit der Taschenlampe klickert und sich dann versucht anzuschleichen. Das darfst du nicht machen, wenn du mich erschrecken und überraschen willst. Okay, sie haben dort hinten wieder jemanden erwischt. Cheryl kommt mit. Jetzt kriege ich sie aber vielleicht an so einen Special-Haken. Bill und Mac wurden beide von den Krähen betroffen. Die versuchen, ja, sie haben auch beide von den Krähen erstmal weggemacht. Und jetzt wurde der Generator auch noch zurückgesetzt und sie haben beide aufgeschrien. Das ist halt schön Rückschritt, ne? So, das hat Mac wieder erwischt. Ich weiß, dass Mac nach dort unten läuft. Mac versucht, die Krähen loszuwerden. Mac liegt. Wie schön. Komm mit. So, wen hatte ich noch nicht am Haken? Den Jonah? Ich dachte, ich hätte alle schon mal locker aufgehangen. Sie haben wieder so einen super Totem gemacht, aber ich meine, ich hebe die Leute auch immer auf und hänge sie direkt auf. Das heißt, sie können ihre Totems machen, wie sie wollen. Hep. Der Jen geht dort hinten wieder zurück. Dort hinten hat aber niemand gearbeitet. Das heißt, ich decke mal direkt alle anderen Gens ab. Okay, perfekt. Das ist halt richtig gute Info. Ich weiß, der Bill wird die Krähen wieder loswerden, bevor ich überhaupt was machen kann. Aber ich meine, ich wusste, dass er da ist. Ach, und der ist jetzt hier über irgendein Fenster gestiegen. Und dadurch konnte er die nicht loswerden. So, wunderbar. Ich sehe dich. Du hast irgendein anderes Perk. Daher kann ich dich direkt mitnehmen. Das hier zerstöre ich, dass du gar nicht erst auf dumme Gedanken kommst. Und dann hänge ich ihn hier auf. Ich mache aber gut Druck, ne? Gerade hier mit Geißelhaken. Schmerzensecho. Das ist mein Lieblingsperk von dieser Auswahl gerade, was ich wahrscheinlich auch wirklich. Ach, man kann halt auch nicht direkt bei Totems das setzen. Ist ja nur vernünftig.
Okay, ich wollte nur mal vorbeischauen. Also man sollte halt auch damit nicht irgendwie campen. Daher ist es nur fein. Okay. Er denkt, er ist sicher, aber jetzt kommt das Armada an Raben. Die Armada. So, du läufst wieder nach oben. Ich bin ganz Ohr, hilft mir jetzt ganz schön dabei. Ah, zu früh. Und er ist die Raben auch schon wieder losgeworden. Ja, es geht halt relativ schnell, dass die Raben wieder loswerden. Boah. Okay, das ist halt eine krasse Wüste hier, ne? Boah, ich muss hier 3 Mauern zerstören, um hier halbwegs durchzukommen. Das ist halt... Urk. Da haben sie vielleicht ein bisschen übertrieben auf der Map mit den zerstörbaren Mauern und den starken Fenstern direkt. Ich meine, klar, das Gebäude soll groß und spannend sein, aber die haben ja eine super Palette und halt 3 starke Fenster, ne? Wo ich halt die Wände zerstören muss. Oh, ich dachte, ich mache jetzt hier so einen richtig coolen Luftangriff. Schade. Aber gut, ich weiß nicht, wenn ich ihn hab, ne? Hui, mein Guter. Habe ich dich jetzt. Wenn ich ihn jetzt aufhänge, wird der weiteste Generator wieder schön zurückgesetzt. An so einen Geisterhaken muss ich ihn aber bringen. Und außerdem aktiviert sich ja das zweite Perk, was alle Generatoren versperrt. Schade, dass Mick noch den Gen vorher geschafft hat. Das wäre jetzt zu schön gewesen. Hopp. Jetzt sind alle Generatoren versperrt. Und das Perk hat noch einen Effekt. Ich sehe die Aura der Besessenheit. Die hat jetzt schon... Sehr gut gemacht, Mac. Okay. Hab ich dich? Okay, na gut, damit haben wir alle bekommen. Mit der Künstlerin. Schöne Runde. Die Addons haben auch, denke ich, geholfen. Also sie hat schon ein paar interessante Addons. Gerade das Ei war hier ganz cool. Und wir waren hier wieder auf der schönen Map. Ist halt, also ich glaube, die Map hat halt mit ihrer Hintergrundgeschichte zu tun. Irgendwie, und dadurch, dass hier Tint überall fließt, ist halt ihr surrealer Künstlergeist irgendwie, der damit auch irgendwie verarbeitet wird. Und oben halt das Krähenhort. Also sozusagen, dass ihre Persönlichkeit halt mit in die Map irgendwie einfließt. Finde ich, ist ein cooler Gedanke. So, wir haben Pip gemacht. Das ist ja eigentlich egal. Und das waren die Überlebenden. Na gut. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. War mal wieder eine schöne Runde mit der Künstlerin. Lasst Fragen, Kritik und Anregungen in den Kommentaren. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.